Ist diese Uhr Helmut Sinns Meisterwerk? Das habe ich mich beim Dreh und bei der Vorbereitung sehr oft gefragt. Ist diese Uhr typisch Sinn oder ist sie typisch unsinnig? Wir schauen uns das wirklich einmal im Detail an. Vorher möchte ich aber noch ein kleines bisschen auf den Kopf hinter dieser Uhr eingehen, Helmut Sinn. Ich habe ihn leider nicht persönlich gekannt, aber aus dem, was ich gelesen habe im Rahmen der Vorbereitung, aus dem, was ich aus Gesprächen mitgenommen habe von Leuten, die ihn persönlich getroffen und gekannt haben, da darf man wohl mit Recht sagen, Helmut Sinn war ein sehr geradliniger, ein sehr direkter Mensch, in einem gewissen Rahmen auch ein sehr eigensinniger Mensch, auf jeden Fall ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Im Zweiten Weltkrieg Pilot mit diversen Ausbildungslizenzen, über 12.000 Starts, also wirklich sehr erfahren, was das Fliegen betrifft. Nachdem er nach dem Krieg als Deutscher nicht mehr fliegen durfte, keine Starterlaubnis mehr bekam, hat er sich ein anderes Abenteuer gesucht. Er ist Rallyes gefahren mit einem Käfer durch die Wüste und auch andere Rallyes. Also Schnelligkeit, Speed, Wettbewerb, Abenteuer, das Außergewöhnliche. Ich glaube, das ist ein sehr prägender und sehr deutlicher Charakterzug von Helmut Sinn gewesen. Ebenso auch seine unternehmerische Tätigkeit, in der er keine Kompromisse oder sehr wenig Kompromisse eingehen wollte. Sein Credo war eigentlich immer das, wo jeder Betriebswirt sagt, das geht nicht. Die beste Uhr zum günstigsten Preis. Bei einer einzigen Gleichung kann man immer nur eine Variable auflösen, nicht zwei. Das wissen Betriebswirte, aber das war sein Credo. Und das haben seine Kunden sehr, sehr an seinen Uhren geliebt, dass sie eine verlässliche, gute, auf Funktion ausgerichtete Uhr bekamen, zu Preisen, die auch für Normalverdiener immer bezahlbar waren und blieben, was sich auch bei der WZU 5 gezeigt hat, die über viele Jahre wirklich sehr preisstabil geblieben ist und auch angesichts dessen, was sie liefert, wirklich ein sehr günstiges Angebot war, aber zu den Preisen und was diese Uhr ausmacht, komme ich im Video noch im Detail. Als Flieger war Helmut Sinn natürlich prädestiniert dafür, Fliegeruhren zu machen. Er hat das, was er an Fliegeruhren haben wollte, in seinen Uhren verbaut. So hat er in den 60er Jahren bereits einen GMT-Zeiger in seine Uhren verbaut. Damals noch ein fester Zeiger. Ich blende euch den hier drüben mal ein, sodass in der Zeit, als es in Deutschland/Europa noch keine Sommerzeit gab, der Abstand zur Greenwich Mean Time, zur GMT, immer genau eine Stunde war. Und diese eine Stunde war fest eingestellt mit einem fixen Doppelzeiger, sodass Piloten in Deutschland immer direkt auf der Uhr die GMT-Zeit ablesen konnten, die in der Fliegerei als Referenzzeit gilt. Diese Uhr war sehr erfolgreich, hat sich gut verkauft, hatte aber den großen Nachteil, dass sie nur in Deutschland bzw. der gleichen Zeitzone wie Deutschland funktionierte. Denn in anderen Zeitzonen ist die Differenz zur GMT natürlich eine andere. Und auch nur so lange, wie es keine Sommerzeit gab. Das änderte sich im Jahr 1978. Als die Sommerzeit eingeführt wurde und auch immer mehr internationale Kunden diese Funktion gerne haben wollten an einer bezahlbaren Fliegeruhr. Und so wurde dann 1978 der variabel verstellbare GMT-Zeiger oder zweiten Zeitzonenzeiger eingeführt. Und damit diese Idee der zweiten Zeitzone von fix auf variabel umgestellt.
Das war ein großer Schritt und ist auch sehr erfolgreich umgesetzt und vom Markt auch angenommen worden. Helmut Zinn hat das aber nicht gereicht. Es waren immer noch nur eine 12-Stunden-Anzeige, sodass eine 24-Stunden-Tagesdifferenz, also eine Tag-Nacht-Differenz auf der Uhr nicht wirklich ablesbar war, sodass er weiter getüftelt hat, um mehr beziehungsweise auch 24 Stunden Anzeigen umsetzen zu können. Basierend auf einem Taschenuhrenwerk hat er dann das Kaliber HS81WZ entwickeln lassen und der Entwickler hinter diesem Modul, was auf das Taschenuhrwerk aufgesetzt wird, ist Dieter Merkel. Dieter Merkel hat vorher schon viele Ideen von Helmut Zinn umgesetzt und in die Uhren eingebaut und er ist der Kopf hinter dem Modul, welches es ermöglicht, in einer mechanischen Uhr 5 Zeitzonen unabhängig voneinander anzeigen zu lassen, wovon 4 Zeitzonen auf 24 Stunden Basis dargestellt werden. Wir haben heute in dem Video dank eines Zuschauers von mir tatsächlich 2 Uhren, die das verdeutlichen. Und auf den beiden Uhren kann man schon einen Unterschied erkennen, der im Angebot war. Die Uhr am Stahlband ist das absolute Basismodell mit nicht beschrifteten 24-Stunden-Ziffernblättern gegen einen vergleichsweise geringen Aufpreis konnte man sich die Ziffernblätter, die 24-Stunden-Ziffernblätter für die Zeitzone 2 bis 5, aber auch bedrucken lassen, sodass man hier direkt ablesen konnte, wo es wie spät war. Das Werk, was diese Anzeige ermöglicht, wurde 2003 marktreif und da wurde auch die WZU5, die Weltzeituhr 5, angeboten und verkauft in zugegebenermaßen sehr geringer Stückzahl, weil sowohl die Herstellung des Ziffernblattes als auch des Werkes nicht trivial sind. Wenn wir sehen, wie vergleichsweise wenig hoch die Uhr baut, bei einer Anzeige von 5 unabhängigen Zeitzonen, stellt sich naturgemäß direkt die Frage, wie ist das umgesetzt worden? Und das ist einer der genialen Schachzüge, die hier angewendet wurden. Und das Geheimnis ist das hier. Das Geheimnis ist das Ziffernblatt. Es ist nicht ein ganz normales und gewöhnliches Ziffernblatt, sondern dieses Ziffernblatt wurde aus einem Messingblock gepresst mit einem Druck von 160 Tonnen, sodass beim Werk die Abdeckplatte eingespart werden konnte und das Ziffernblatt diese Funktion wahrnahm. Durch den Druck, durch den hohen Druck bei der Herstellung des Blattes ist das Material so stark komprimiert, dass es abriebfest genug ist, um die drehenden Zahnräder entsprechend abzudecken. Hinzu kommt, dass die Bohrungen im Ziffernblatt nicht nur ein einfacher Durchlass für die Zeiger sind, sondern auch gleich den Tubus ersetzen, das heißt, die Zeigerführung erfolgt hier direkt durch das Blatt ohne separaten Tubus, auch erreicht durch die unglaublich hohe Abriebfestigkeit, gewonnen durch den Druck, mit dem dieses Blatt gepresst wurde. Also wirklich eine wunderbare und sehr, sehr innovative Geschichte, eine Uhr flach zu halten, indem man eigentlich zum Werk gehörende Teile wie die Abdeckplatte durch das Display, das Ziffernblatt ersetzt
und dadurch einiges an Höhe einsparen kann, um die Uhr in Anführungsstrichen relativ flach zu halten. Absolut gesehen ist die Uhr natürlich weiterhin ein Brummer, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen, aber relativ gesehen ist sie wirklich flach. Die Uhr wurde in unterschiedlichen Varianten angeboten und das schauen wir uns auch gerne einmal an. Wir haben hier die Weltzeituhr Nummer 5. Sie war erhältlich in den Varianten 5.1, 5.2, 5.3, auf die ich gleich eingehe. Und als Blattfarben gab es Hell-Silber, das heißt die Variante, die ich euch hier immer gezeigt habe, und Schwarz. Wobei ich sagen muss, ich habe noch keine schwarze WZU 5 selber gesehen. Die Zeigerfarbe gab es gebläut, Edelstahl, Weiß oder als Leuchtzeiger mit einem entsprechenden Aufpreis. Wir haben hier die Varianten mit den gebläuten Zeigern und das ist nach meiner Einschätzung auch das am häufigsten verkaufte Modell. Also genau das so, wie ich es hier zeige, mit dem silbernen Blatt, den gebläuten Zeigern, ob jetzt mit oder ohne Aufdruck, ob Stahlband oder Lederband, das ist egal, aber Blatt- und Zeigerkombinationen, wie hier gezeigt, sind nach meiner Einschätzung das am häufigsten anzutreffende Modell der WZU 5. Dann gab es unterschiedliche Bänder, es gab unterschiedliche Schließen, alles das hatte ich bereits erwähnt. Aufdruck der Städtenamen gab es zum Aufpreis von 160 Euro. Wohlgemerkt, die Städtenamen wurden auf Kundenwunsch gefertigt. Ich hätte hier also auch Klein-Humpendorf wählen können, wenn es auf das Blatt gepasst hätte. Und es wäre ein Druck mit Klein-Humpendorf angefertigt worden. Es musste nicht zwangsweise Tokio, Hongkong, New York oder London sein. Schauen wir uns doch einmal die verschiedenen Varianten und die Preise an. Und jetzt müsst ihr eure Tränen etwas zurückhalten. Diese Uhr gab es in der Basisvariante, das heißt vier Zeitzonen, Handaufzug ohne Aufdruck, der, wie ihr eben gesehen habt, extra kosten würde, zum Preis von 2.375 Euro. Für einen Aufpreis von unter 250 Euro gab es dann die gleiche Uhr mit einer Schwanenhals-Feinregulierung und für weniger als 500 Euro Aufpreis gab es dann die Uhr nicht nur mit einer Schwanenhals-Feinregulierung, sondern auch noch mit einer Schraubenunruh- und einem gravierten Unruhkloben. Ja, es wäre natürlich alles nichts wert, wenn ich es euch nicht zeigen könnte, denn diese beiden Modelle, die ich hier habe, haben das Standardwerk verbaut. Das heißt, keinen gravierten Unruhkloben und auch keine Schwanenhals-Feinregulierung und auch keine Schraubenunruhe. Aber der Zuschauer, der mir die Uhren zur Verfügung gestellt hat, ist ein Sammler mit Herz und Seele und hat natürlich auch dieses Teil in seinem Fundus, sodass wir uns auch das tatsächlich anschauen können. Eine Schraubenunruhe, gravierter Unruhkloben, Schwanenhalsfeinregulierung, das wäre die höchste Ausbaustufe dieser Uhr gewesen. Wenn wir jetzt uns das Ganze einmal anschauen, wir gehen nochmal auf das Bestellformular. Die Sicherheitsfaltschließe kostet 40 Euro. Der Aufdruck der Städtenamen 60, also 200 Euro Aufpreis. Leuchtzeiger lasse ich mal außen vor, weil ich finde, es würde nicht zum Stil der Uhr passen. 40, 60, 200. Dann die höchste Ausbaustufe 2870 Euro.
Das heißt, eine auf der Welt einzigartige Uhr in einer wunderbar verzierten Unruhloben mit einer Schraubenunruhe als wirklich selten anzutreffendes Stück gab es im Jahr 2003 für 3.070 Euro. Ich finde das unglaublich erstaunlich. Ich bin begeistert davon und möchte überhaupt nicht spekulieren, wie diese Preise heute wohl aussehen würden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, was diese Uhr heute kosten würde. Übrigens, während ich mich hier gerade sortiere, völlig kostenlos ist es, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann habt nicht nur ihr einen Vorteil, sondern auch mir ist damit geholfen, aber das muss euch ja nicht großartig kümmern. Euch hilft es insofern, als dass ihr solche Videos, wie ich sie heute mache, und das ist wirklich ein sehr außergewöhnliches Video, zukünftig nicht mehr verpasst, sondern immer automatisch informiert werdet, wenn etwas kommt. Insofern, falls noch nicht geschehen oder falls ihr sogar gar keinen YouTube-Account habt, denkt doch mal drüber nach, denn ich glaube, es lohnt sich nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen YouTube-Kollegen, die immer wieder wirklich super interessante Sachen bringen. Ich habe euch noch nichts über die Maße der Uhr gesagt. Auch dafür gibt es selbstverständlich Unterlagen. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, hat einen Durchmesser von 44,8 mm, eine Höhe von Ausrufezeichen 14,5 mm, Saphirglas, wasserdicht bis 50 Meter, ein 20 mm Anstoß. Wenn ich mir jetzt diese Uhr hier so anschaue, muss ich sagen, für eine Uhr, die fast 45 mm Durchmesser hat, finde ich das überhaupt nicht unpassend. Oft ist es ja so, dass ein 20 mm Bandanstoß etwas mickrig aussieht an einer so großen Uhr, geht mir hier überhaupt nicht so. Ich finde es absolut passend und es sah auch an Helmut Sinns relativ dünnen Armen immer gut aus, wenn ich Fotos gesehen habe, wo er diese Uhr trägt. Natürlich, es ist und bleibt eine große Uhr, das kann man gar nicht wegleugnen, aber es ist eine außergewöhnliche Uhr. Die Uhr wiegt am Lederband 117 Gramm, am Stahlband 215 Gramm. Und zum Werk, ihr wisst, ich bin nicht der große Techniker, insofern würde ich das hier nur ablesen. Ich halte euch die Angaben zum Werk des Helmut Sinn HS 81 WZ für Weltzeit einmal in die Kamera und so könnt ihr das nachlesen. Ich persönlich kann da nicht so furchtbar viel zusätzliche Infos geben, weil ich auf der Werkseite einfach nicht so bewandert bin. Was ich euch aber fundiert zeigen kann, ist, wie diese Uhr an meinem Arm aussieht. Und jetzt kommt ein Vergleich, der eigentlich kein wirklicher Vergleich ist. Nämlich die beiden Uhren hier nebeneinander, die Mark & Sons und die WZU 5. Ich bin echt ein bisschen amüsiert darüber, weil das ist eine tolle Uhr, eine schöne Uhr, eine moderne Uhr. Und das hier ist eine Uhr, die Uhrengeschichte geschrieben hat. Also ein wirklich nicht nur hinkender, sondern vielleicht sogar humpelnder Vergleich. Erstaunlicherweise passt sogar diese Uhr an mein Handgelenk, weil der Horn-zu-Horn-Abstand nicht so groß ist. Relativ kurze Hörner und durch die unterschiedlichen Kronen zur Einstellung der Zeit wirkt die Uhr noch einmal ganz anders, als wenn es nur die runde Uhr wäre. Ich finde es klasse gemacht. Die Uhrzeiten, also die vier verschiedenen Zeitzonen, werden übrigens durch einen Drehdrückmechanismus eingestellt. Das heißt, die Krone
wurde aufgeschraubt oder wird, nicht wurde, wird, ist ja immer noch so, wird aufgeschraubt, dann reingedrückt und dann verstellt. Das geht aber mit Handschuhen leider nicht, deswegen mache ich das mal ohne. Es wird reingedrückt und dann kann man es sehr schön verstellen. In der Bedienungsanleitung steht idealerweise gegen die Uhrzeit, damit man nicht versehentlich die Krone wieder zuschraubt. Und beim Zuschrauben wird es dann festgestellt und die Zeit ist fixiert. Das lässt sich mit allen vier Kronen so machen und auf diese Weise lässt sich die Uhrzeit auf jedem der einzelnen der vier 24-Stunden-Ziffernblätter einstellen. Die Uhr von einer Ikone der Uhrenwelt, mindestens in Deutschland, wahrscheinlich aber auch weltweit, durch seine Persönlichkeit, durch seinen Innovationsgeist, durch seinen inneren Antrieb, seine Neugier, seine Abenteuerlust. Aber um nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, ist diese Uhr typisch Sinn? Ich denke ja. Ich denke ja, sie ist typisch Sinn. Es ist ein Ausreizen von Grenzen. Es ist der Motor, immer etwas Neues zu machen. Es ist die Lust, sich auszuprobieren und an Grenzen zu gehen. Ist sie unsinnig? Vielleicht auch. Denn die Anzahl derer, die am Handgelenk wirklich fünf verschiedene Zeitzonen gleichzeitig ablesen müssen oder ablösen können müssen, ist höchstwahrscheinlich sehr gering. Aber unter uns Uhrensammlern interessiert uns ja nicht immer nur das, was sinnvoll ist, sondern auch das, was reizvoll ist. Und reizvoll ist das garantiert. Ich finde die Uhr unglaublich gelungen. Ich finde sie schön. Ich finde sie auch für meinen relativ dünnen Arm gut tragbar und bin super gespannt, was ihr zu dieser Uhr in die Kommentare schreibt. In diesem Sinne, bleibt gesund, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.